Hallo zusammen und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Der ein oder andere wird es ja auf Twitter mitbekommen haben. Ich habe mich da ganz schön ausgetobt. Naja, also nicht wirklich ausgetobt. Ich habe einen Kommentar halt ziemlich übertrieben, aber ich stehe dazu. Ich lösche den auch nicht. Ich wurde halt Opfer von Viren und musste meinen ganzen Rechner neu machen, um sicherzustellen. Rechner neu machen ist für mich eigentlich nicht so eine Sache. Das mache ich seit Windows 3.11. Und damals war es alles wesentlich komplizierter. Also dachte ich wäre einigermaßen gut vorbereitet. Habe alle Speicherstände kopiert, alle Spiele rübergezogen, die zu schwer zu konfigurieren sind. All sowas auf eine schöne externe Festplatte gepackt. Und dann habe ich doch was vergessen. Und zwar die ganzen neuen Sachen. Zum Beispiel Steam Cloud. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Steam Cloud alle Spiele auch wirklich aktuell hält. Dem ist anscheinend nicht so. Ich habe also den ganzen Rechner neu gemacht, alle Treiber installiert, alle Spiele wieder installiert. Und wollte dann bei Don't Starve und Faster Than Light weitermachen und stelle zum Erschrecken fest, dass das ganz alte Spielstände sind. Also bei Don't Starve waren wir gerade, also wir hatten drei Folgen verloren. Die konnte ich euch nicht mehr zeigen. Dann haben wir drei Folgen gespielt, wurden auf die Kanincheninsel vertrieben von den Wölfen. Und ich wollte dann eigentlich da weitermachen und stelle dann fest, oh, wir sind wieder genau da, wo wir aufgehört haben nach den drei verlorenen Folgen. Also fehlen jetzt wieder drei Folgen quasi. Nur, dass ihr sie sehen konntet und wir müssen sie jetzt quasi nochmal spielen. Natürlich machen wir es nicht genauso, aber ja, wieder so eine Zeitinterferenz, was recht ärgerlich war. Und das Ganze dann auch bei Faster Than Light. Faster Than Light ist noch ärgerlicher, finde ich, denn wir hatten einen richtig schönen Spielstand gerade. Wir hatten unsere neuen Waffen, wir hatten das Drohnensystem, wir hatten unser Defense 2. Das sah richtig gut aus. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir es mit dem Speicherstand auch auf normal schaffen. Und das wird schon was heißen. Aber jetzt sind wir wieder in Sektor 2, müssen alles nochmal machen, haben nur eine poplige Waffe, den Burst Laser 2 von ganz am Anfang. Ja, haben unsere Artillerie nicht aufgestuft, haben unsere Schilde nicht aufgestuft, haben unser Security-Team nicht und so weiter. Das ist alles sehr, sehr ärgerlich. Aber na gut, ihr wisst jetzt Bescheid. Ich weiß fürs nächste Mal Rechner neu machen Bescheid, dass man auf die Steam Cloud tierisch Acht geben muss. Vielleicht muss man die irgendwie manuell nochmal updaten oder muss einstellen, dass sie es immer wieder macht oder weiß ich nicht. Muss ich mich jetzt reinfuchsen? Und ja, eine andere Sache, die ich auch vergessen habe, sind die Einstellungen zum Rendern und bei Audacity. Das heißt, es könnte jetzt ein wenig anders klingen als vorher und auch teilweise anders aussehen. Falls dem so sein sollte, bitte sofort in den Kommentaren oder per PM melden, damit ich das fixen kann. Ich habe mir halt nicht genau aufgeschrieben, mit welchen Einstellungen ich das vorher gemacht habe. Das heißt, es müssten jetzt ähnliche sein, aber wie gesagt, nicht ganz so sicher. Als kleinen Ausgleich für den ganzen Chaos und weil das Jubiläum zum 1500er gerade ansteht, hat ein Zuschauer mich angeschrieben mit der Idee, dass ich doch zum Jubiläum ein paar Folgen einfach doppelt so lange machen könnte. Und das finde ich keine schlechte Idee, da ihr ja auch in letzter Zeit mir sehr viel Kraft gegeben habt. Also durch die Kommentare, durch die momentanen Abozahlen und auch durch die Geschenke zwischendurch. Deswegen sind jetzt die Folgen, die ich heute gedreht habe, doppelt so lang und dann gucken wir mal weiter. Aber ich denke mal nur die Folgen von heute, sonst komme ich wieder nicht hinterher mit dem ganzen Drehen. Also Don't Starve, Faster Than Light und DSA waren das. Die werden jetzt doppelt so lang werden. Ja, das war's auch schon erstmal und ich hoffe mal, dass es in nächster Zeit nicht mehr ganz so chaotisch wird. Mich ärgert sowas nämlich tierisch, aber vielleicht bin ich doch etwas zu pingelig. Müsst ihr mal gucken. Für euch wird es auf jeden Fall unterhaltsam sein, zu hören, wie ich darauf reagiere, dass die ganzen Speicherstände plötzlich weg sind. Aber ja, das werdet ihr in den Videos halt sehen. Also, bis bald.